Michael darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach der Begegnung Phoenixhagen gegen Ratio van Ulm. Ulm hat dieses Spiel doch dann recht deutlich gewonnen. Gratulation, Thorsten Leibniz, der Trainer ist hier. Bitte dein Statement zu diesem Spiel. Zunächst einmal bin ich sehr froh, dass wir hier gewonnen haben. Das waren wir auch dem Herr schuldig, der sich das wirklich extrem gewünscht hat. Es war keine leichte Aufgabe, das hat man in der ersten Halbzeit gesehen. Da haben wir ein bisschen verschlafen gespielt und die größere Energie kam von Seiten der Hagener. Und das ist überhaupt das, was die Hagener Mannschaft auszeichnet. Sie spielen mit unglaublich viel Energie und können sehr schnell ins Laufen kommen. Deswegen haben wir uns auch nicht von diesem etwas glücklichen 10-Punkte-Vorsprung zur Halbzeit ausgeruht, sondern haben gesagt, wir müssen einfach noch mit deutlich mehr Energie in die zweite Halbzeit gehen, intensiver verteidigen, das ist uns dann sehr gut gelungen und dann fallen natürlich auch die 3-Punkte-Würfe. Wir haben ein sehr starkes drittes Viertel gespielt. Mit Sicherheit waren wir auch Nutznießer der Tatsache, dass die Hagener am Mittwoch noch ein schweres Auswärtsspiel hatten. Wir waren mit Sicherheit etwas ausgeruhter und dann konnten wir das Spiel in der zweiten Halbzeit, denke ich, sehr souverän nach Hause bringen. Ich bin zufrieden, dass wir von allen Spielern Leistung bekommen haben. Also es war wirklich eine tolle Mannschaftsleistung und das lässt sich sehr gut an den Assists ablesen. 22 sprechen eine deutliche Sprache. Danke, Thorsten. Ein zufriedener Gewinner. Ingo, dein Statement zu dem Spiel. Ja, Glückwunsch an Ulm, ganz, ganz klar. Sie stehen nicht umsonst auf dem zweiten Platz. Wir haben das heute gesehen. Wir haben echt die erste Halbzeit, nehmen wir mal die letzten 24 Sekunden weg, ganz stark gespielt. Muss man wirklich mal sagen. Wir haben unsere Defense stand, wir haben sie zu schweren Würfen gezwungen, wir haben sogar ein paar Airballs geworfen, wir haben sehr, sehr viel von ihren Stärken weggenommen, sie sind nicht ins Offensivspiel gekommen. Wenn sie dann so eine Granate unterm Korb wie Bryant haben, der die ganzen Airballs unterm Korb wegpflückt und den einfach reinmacht, mit einer Qualität, ohne den Ball runterzunehmen, sondern einfach oben fast rein tippt, der in der Defense auch sehr, sehr gut steht. Wenn die so einen Top-Mann in den Reihen haben, der hat ihnen sehr, sehr viel gegeben in der Phase. Vielleicht wären wir noch weiter weg gewesen. Und dazu kam dann noch in den letzten 24 Sekunden schieße Esterkamp ein Dreier und dann sogar danach kurz noch ein Dreier in der letzten Sekunde von kurz hinter der Mittellinie. Also das waren die 6 Punkte in den letzten Sekunden. Sonst ist es ausgeglichen, das Spiel. Und es sah so aus, als ob diese beiden Dreier tatsächlich dafür verantwortlich waren, dass sie in der zweiten Halbzeit unglaublich getroffen haben. Also Esterkamp aus allen Lagen und hat die anderen damit dann auch getragen. Die hatten Selbstvertrauen von außen zu werfen. Dann hatten wir eine Phase, wo es so aussah, als ob wir uns hängen lassen wollten. Aber wir wussten ganz genau, dass wir aus dem Spiel was mit rausnehmen müssen, um in die nächsten Spiele gut reinzugehen. Und ich glaube, wir haben dann auch im letzten Viertel, war dann zwar ausgeglichen von den Punkten, aber wir haben trotzdem noch viel umsetzen können, auch wieder in der Verteidigung. Und Ulm eine verdammt gute Mannschaft mit ein paar sehr, sehr guten Einzelspielern, ganz stark. Und wir müssen weiter gucken und kriegen auch noch unsere Gelegenheiten. Wir müssen unseren Stil jetzt weiterspielen. Nächstes Spiel ist Braunschweig zu Hause und danach kriegen wir auch noch unsere Chancen. Danke, Ingo. Fragen Ihrerseits an die beiden Trainer, bitte schön. Betretenes Schweigen. Hast du den Eindruck, dass zumindest das, wo du sagst, haben sie ein bisschen hängen lassen, in der zweiten Halbzeit auch eine Folge der vielleicht der Verunsicherung gewesen ist, nach so vielen Niederlagen, die ihr jetzt habt, dass einfach der Glaube dann fehlt und man den Kopf hängen lässt? Nee, der Glaube hat gefehlt, dass die einmal daneben werfen. Das war's. Also das kann man ganz, ganz deutlich spüren. Wir haben verteidigt und dann wirft der Swan. Dann wirft jeder einmal einen rein. Esterkamp von vorne, von vorweg, 2, 3 Stück, auch in der zweiten Halbzeit. Das war's. So nach dem Motto, wir machen doch alles, wir verteidigen gut, aber wenn die dann am Endeffekt den reinhauen aus der Ecke, klar geht dann der Kopf runter. Das ist ganz normal, wenn man alles gibt und die treffen dann trotzdem von außen. Und trotzdem haben wir dann am Ende dann wieder ein bisschen besser gespielt. Aber wenn du 14 von 26 Dreiern bekommst und Brian 9 von 13 schießt inside, dann haben wir alles andere gar nicht so schlecht gemacht. Aber wie gesagt, die Dreier und Bryant haben uns das Genick heute gebrochen. Ja. Hey, egal wie es zustande gekommen ist, ist aber eine Niederlage mit was 26 Punkten zu Hause. In der Phase, wo er sagt, eigentlich wollen wir vor dem April wenigstens noch einen Sieg mitnehmen.
Wie kann so eine Mannschaft, die jetzt, weiß nicht wie viele Spiele, 9 Spiele verloren hat in Folge, damit umgehen, um da wieder rauszukommen? Ist doch sicherlich auch ein mentales Problem. Wir müssen einfach an uns glauben weiter und das machen wir. Die einzelnen Spieler wissen das ganz genau. Wir analysieren die nächsten Spiele und Phasen, in denen wir uns befinden, um dann auch genau zu dem Zeitpunkt fit zu sein, wo wir dann da sein müssen. Und dass du zu Hause, ob du mit einem oder mit 25 in Ulm verlierst, ist im Prinzip jetzt nicht so wichtig. Wir haben keine 2 Punkte mitgenommen, okay. Aber wir haben die Mannschaft gut intakt und die ganzen Sachen, die wir umsetzen wollen, die wir trainieren in der Woche, in den Trainingseinheiten, siehst du ganz klar, dass das gut umgesetzt wird. Du hattest vorher zwei angeschlagene Spieler auf den kleinen Positionen mit White und Blackwood, der noch Mittwoch gefehlt hat. Jetzt ist aber ein Dritter draußen geblieben mit Brandon Brooks. Sind die anderen so gut genesen oder hat er sich was getan oder waren es taktische Gründe? Nee, die anderen waren so gut genesen, ja. Also Devin hat ja viel gespielt und hat auch ganz gut gespielt. Ich habe die Statistik noch nicht richtig gelesen. Trey hat auch alles gegeben. Also Trey ist ganz, ganz wichtig für uns mit seiner Energie von der Bank und mit dem. Und wir müssen einfach in die Rotation jetzt reinkommen, in die wir in den letzten Spielen auch spielen wollen, ja, die jetzt noch kommen. Wir befinden uns jetzt bald in der letzten Phase der Saison und da müssen wir einfach genau unsere Rotation finden, in dem auch, und wir haben gesehen, wie wir das machen wollen. Also es kommt dann mit Eddie einer rein, der uns noch unterm Korb ein bisschen gibt, es kommt mit Dominik noch einer rein, den man hier und da einbauen kann. Wir haben die anderen 7 Spieler, die fest in der Rotation sind, also genau so stellen wir uns das vor. Das heißt dann im Umkehrschluss, dass in der Rotation erstmal Brandon Brooks draußen ist? Er ist so wie heute, ist er erstmal draußen. Aber wir haben natürlich eine Versicherung, falls sich einer verletzt, haben wir immer noch einen sozusagen in Hinterhand, der einspringen kann, dass wir nicht mit 6 Ausländern nur spielen müssen oder eine kleine Rotation fahren müssen. Also das ist dann schon ganz gut. Kannst du vielleicht noch ein Wort zu Devin White sagen? Ich hatte das Gefühl, dass er insbesondere in der ersten Hälfte dem Team schon das eine oder andere gegeben hat, was in den letzten Wochen gefehlt hat. Wie hast du ihn gesehen? Ja, er kommuniziert ganz gut mit dem Team, er holt sie zusammen, er versucht Anführer zu sein, was immer sehr, sehr schwer ist, wenn man gerade neu in ein Team reinkommt. Und die Phase, die jetzt kommt, ist ja ganz, ganz wichtig für uns, gerade dass Devin da auf der 1 als Leader dann das auch annimmt und die Mannschaft das annimmt. Und er verbessert sich tatsächlich in der Woche, von Woche zu Woche und dann auch, wie du jetzt gesehen hast, sogar im Spiel. Das sieht gut aus. Gibt es ihrerseits weitere Fragen an meinen Trainer? Sehe, das ist nicht mehr der Fall. Dann darf ich die Pressekonferenz beenden nach der Begegnung Phoenixhagen gegen Ratio Farm Ulm. Du hast heute eine gute Rückfahrt. Und weiterhin erfolgreich in der Liga. Danke. Machen wir gerne.